Regentag, Angeltag. Sehr gut. Hallo und herzlich willkommen zurück in Valheim. Seid gegrüßt. Ich werde mir ein Angelhäuschen bauen. Ich habe hier Kernholz geholt. Und dann habe ich mir gedacht, ich laufe mal am Waldrand durch und suche ein bisschen Beeren und Pilze. Und dann habe ich dieses Ebenenstück entdeckt, was mir sehr zusagt als Angelplatz. Ich zeige es euch. Wir sehen uns dort. So, hier werden wir, aber ich habe schon wieder was an der Hacke. Die mache ich gleich weg. Kommt, ich nehme ich auch noch. Da hinten kommt der nächste. Wartet mal, bis ich den noch weg habe. Mache ich mir gleich eine Werkbank hier. Lasst uns eine Werkbank. Oder lasst uns den erstmal. Kommst du? Ja. Wir warten alle auf dich. Also ehrlich, beeil dich jetzt. Ja, so ist gut. So. Und zwar schaut so aus. Guckt euch an. Das perfekte Angelhaus. Direkt am See. Ein kleiner Steg raus. Sehr schön. Im Beisein von zwei Monolithen und unterhalb des Berges. Lasst uns hier eine Werkbank stellen, dass ich ein bisschen Freiraum habe, wenn ich die töte. Okay. Ja, gut. Ich gehe ja sowieso nochmal nach Hause. Dann würde ich sagen, wir nehmen die besseren Pfeile. Den oberen mache ich gleich weg, denn da besser den. Oh, stopp. Aua, ey, das war uncool. Moment, halt mal langsam. Ja, jetzt bin ich bereit. Nein, nein, er darf mich nicht mehr kriegen. Oho, bereit fürs Sterben, aber zum Glück nicht dicht. Schon wieder gepennt. Schmeiß raus. Wo ist das restliche Gesocks? Ich habe wieder nicht richtig aufgepasst und wäre fast bestraft worden. Hab ich's? Na, enttäusch mich jetzt nicht, Hütte. Also bis jetzt sieht es ganz gut aus. Zwar nicht groß. Ne, da müssen wir vielleicht doch was ändern. An der Hütte. Das gibt nur der Angelsteg. So wie es ausschaut. Ja, die Aussicht ist besser wie die Hütte. Also echt wunderbar. Aber das ist jetzt nicht alles. Ich möchte gern hier meinen Angelsteg hinmachen. Seht ihr die roten Fische da vor mir? Jetzt muss ich nochmal nach Hause die Würmer aufwerten und dann kommen wir nochmal und versuchen von hier aus zu angeln. Ob, wenn es gut läuft, bauen wir hier die Hütte. Ich hoffe, es gibt keine Enttäuschung. Sehr gut. Und besser, ich nehme ein Portal mit. Sehr schön. Kurz nach unten. Erst noch checken, ob alles okay ist. Die Grasen friedlich. Das Nebelland erblüht in voller Pracht. Herrlich. Wir sollten jetzt mal die Würmer machen hier. Jawohl. Und zwar brennender Angelköder. Wow, wieso brennt der? Mal gucken. Lasst uns gleich mal. 40 müssen doch reichen, oder? Dann zurück ins Glück. Herrliche Töne. Essen haben wir genug. Das reicht. Ab, zack, zack, die Fleck. Da muss ich noch was machen. Das muss besser, geschmeidiger gehen. Kontrolle. D1. No. S7. Lasst uns mal ein Portal stellen.
was ich nicht habe. Seht ihr? Da war der Hund. Ich habe die zwei Swordlingkerne ausgeladen. Sagt's nicht weiter. Das sind sie doch. Oh, ho, ho, ho. Lass uns gleich durchmarschieren. Oh. Oh, 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 oh. Okay, okay, okay. Pilz, da ist ein Pilz. Zwei? Oh, wei, zwei. Jawoll. Moment, Moment, Moment. Ja, ja, ich verstehe das. So, hier mit. Ups. Nehme ich dieses Eiland in Besitz. Siehst du? So kann's gehen. Ja, auf, komm. Komm her. Jo. Schlaf gut. So, wenn ihr schon mal nicht da seid, kann ich die Hütte haben. Oder? Ist doch okay. Ich baue sie nur um. Ich denke. Ein bisschen müssen wir umbauen. Erstmal dicht machen hier. Ja, fangen wir mal an. Das bleibt ja nicht aus. Das waren nicht die letzten. So, ein Tor. Und hier machen wir zu. So. Dann. Gehst du an? Hallo? Geht nicht an. Ja, kann ja nicht angehen. Ich muss ja. Aha. Jo, also Verbindung steht. Hervorragend. Das sind doch schon die ersten Fische. Wollte ich jetzt da erst probieren, ob hier überhaupt was Gutes läuft. Erst Absicherung machen. Nee, nee, das passt mir schon nicht. Die Hütte, das war eine gute Idee, aber ich glaube, ich baue mir eine eigene Hütte. Jetzt eine Kiste. Was habe ich hier noch? Nichts. Dann gib mir mal die Kiste. Hallo? 5 Holz. Aha. Okay. Die Kiste von den Fruchtzwergen, die hat 5 Holz gebraucht und meine braucht 10. Na toll. So ist das, ne? Man wird halt überall betrogen. 2 Kisten müssen reichen. Vorerst. Das war für die Ebene und das ist für den Wald. Dann. Geht das überhaupt von hier oben? Ist das ratsam? Mal gucken. Lasst uns mal testen. Oh, okay. Das war zweimal nichts. Das klappt nicht. Oh, da kommt was Großes. Jo. Jo. Kriege ich denn hier hoch? Echt jetzt? No. No, 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 no. Das war blöd. Ich kann nicht oben. Okay. Okay, alles klar. Dann lasst uns hier ein klein bisschen absichern. Also gut. Dann ganzes Kommando zurück. Wo kann's gehen? So schnell ist das Holz alle. Für den ungebetenen Besuch, oder? Was ist, wenn wir schwieriger haben und wir mitbekommen, dass sie kommen? Hab schon wieder kein Holz mehr. Das ist ein Scherz, oder? Also lass uns kurz Holz besorgen. Da sind doch Büsche, Bäume, Sträucher. Das müsste doch ausreichend sein, oder?
Ansonsten gehen wir in den Wald. So. Wie viel gab's? 34. Okay. Ja, toll. Tolles Wetter. Danke. Okay, das müsste mal reichen, oder? Komm. Ja, ist nur für Vorwarnung gedacht. Jetzt. Und Petri Heil. Oh. Viel am Seil. Sehe gar nichts. Ah doch, zubel doch. Warum klage ich nicht an? Jetzt. Ja, wie viel Mal muss er noch beißen, du? Komm jetzt, 16 Meter, das ist zu weit. Ich habe keine Fische entkommen. Ach, nee. Ja, toll. Ja, oh. Am Haken, yes, der erste Fisch. Und? Neuer Gegenstand, ein Barsch. Was für schöner. Gewicht 2 Kilo. Jawohl, geht doch. Perfekt. Das sieht so aus wie... Oh, jawohl. Das ist was Größeres. Oh nee, ich habe keine Energie mehr. Oh nee. Ist ja auch blöd, oder? Der zappelt ja doch. Ist der Wurm noch dran? Ja, ich war schon lange nicht mehr angeln. Nicht so weit. Ja, 5 Meter. Gut, 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 gut. Typisches Angelwetter. Riesig, Regen. Und jetzt wird es auch noch dunkel. Danke. Und dabei sind sie nicht mehr. Komm schon. Ups. Oh, nee. Es beißt nichts an. Okay, noch einmal. Nein, das will ich nicht. Nein, wirf doch weiter. Das ist doch scheiße. Okay, bis man es wieder raus hat, muss man ein paar Mal schmeißen. Er beißt nicht an, also, aber der. Okay, will heißen, dass jetzt nichts mehr beißt, oder? Dann gehen wir nach Hause und schlafen. Nein, hör doch auf, mach doch die Angel weg. Und kommen morgen dann in aller Herrgottsfrühe, oder wie könnte man das nennen? In aller Frühe. Und werden die frühen Fische fangen. Selbstverständlich. Und schon sind wir an unserem Angelgewässer. Perfekt. Wie schaut's aus? Okay, da winkt schon wieder einer. Oh. Lasst uns den erstmal wegmachen. Voll in die Birne. Hey, der kommt. Okay, okay, okay. Habe ich nichts dagegen? Muss ich nicht darüber gehen? Aha. Okay, tschüss. Er dachte wirklich, er kommt noch rüber. Ey, Fischfutter. Darum gibt es hier reichlich Fische. Dann lasst uns mal... Halt, no, 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 no. Erst runter. Ja. Ah, ich muss ein paar Bretter machen. Rutsche ich immer runter ins Wasser. Hier ist der Stand sehr schlecht. Hat der Fruchtzwerg jetzt mit seinem hier reinspringen und sterben im Wasser die Fische vertrieben? Oder wie sieht denn das aus? Oh nee. Kommt schon. Hey, super Köder. Lecker, schmecker. Reißen. Hey, die Scheibe. Ich muss einen Steak machen. Okay. So, jetzt aber. Und nun kann es endlich losgehen. Gut, 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 gut. Er beißt nicht. Ja, warum nicht? Okay, er beißt nicht. Was heißt das? Musst du ewig warten? Oh nee, warum springe ich ins Wasser? Was mache ich jetzt?
Ich dachte, ich muss ihn näher herholen. Oder geht schon mal runter. Oh, nee, ich bin der beste Angler. Yes, Sir. Warum kann man die nicht mit Pfeil und Bogen erlegen? Ach, komm schon. Jetzt habe ich voll Mist gebaut. Er beißt nicht. Aber vielleicht will er jetzt. Also mit dem Blauen. Muss ich weiter raus? Am Haken. Okay, 7 Meter. 6. Ich habe einige Zimmer, aber ich kriege ihn nicht. Also ich schmeiß die Angel rein jetzt. Ich habe die Schnauze schon voll. Das muss gehen. 10 Meter. Volle Ausdauer. Jawohl, am Haken. Und jetzt 9. Hallo? Wie schwierig ist das Angeln geworden? Wie soll ich das machen? Der zieht ja jetzt voll Saft ab. Hallo? Wie soll ich das machen? Also, nochmal. Muss ich auf dieselbe Höhe stehen? Kann ja jetzt nicht sein, oder? So, dass ich ihn zu mir herziehen kann, muss. Was ist jetzt das für eine Anglerei? Hallo? Habt ihr das schon mal gesehen? So ein schlechter Angler? Wie powered muss man da sein? Wie gut muss das Essen sein, damit ich einen Fisch angeln kann? Ein Scherz, oder? Also wohl ein Witz. Dann gucke ich jetzt noch im Düsterwald und wenn es da genauso beschissen läuft, dann lass ich das mal. Ist ein Scherz, oder? Ich vergeude hier meine Zeit für nichts und wieder nichts. Nee. Tut mir leid, Leute. Also, das sieht schlecht aus fürs Angeln. Dann lasst uns hier mal versuchen. Hey, lass das. Ich möchte nur mal kurz angeln. Ihr habt wohl was an der Murmel, ne? So. Und nun? Fischi. Fisch. Putsch. Hallo? Weiß nicht. Ist ein Scherz, oder? Okay, lass uns mal hier hinschmeißen. Das sind die Blaurücken, oder wie nennt man die? Oh, ich habe ihn. Nicht. Naja. Ist ein Scherz, oder? Ah nein, das kannst du vergessen. Ich habe ja nichts gegen ein bisschen am Wasser stehen und die Zeit vertreiben und so. Aber es sollte schon ein Resultat stattfinden, ne? So, vorletzter Versuch. Dann packe ich mein Angelgerät zusammen und gehe nach Hause am Haken. Ja toll, Atoll. Und jetzt haut er ab. Seht ihr, was ich meine? Ja, hallo. Ich hatte ja fast, ich muss nachgucken, aber meine Leiste war ja voll. Ein Scherz, oder? Also, wenn ihr wisst, wie die Angeltrickserei geht, wie was ich falsch mache, sagt mir doch bitte Bescheid. Schreibt mir es in die Comments.
ihr wisst da vielleicht besser Bescheid. Weil jetzt, das ist doch ein bisschen sehr seltsam. Guck mal, meine Ausdauer war ja voll. Und jetzt muss ich ihn laufen lassen. Aber wie mache ich das? Er zieht mich rein. Muss ich rausrennen mit ihm? Hallo? Schnur gerissen. Ein Scherz, oder? Okay. Wow, das ist ein dicker Brummer, oder? Was, 10 Meter? Die liegen genau vor mir, du Nase. Ein Scherz, oder? Also, ich krieg keinen Fisch mehr. Der erste war ein Glücksgriff. Yo, man, echt. Der Abend kommt, es beißt nichts mehr. Guckt euch an. So schöner Platz. Leider habe ich keinen Erfolg mit dem Angeln. Volle Ausdauer und ich kriege keinen Fisch. Das ist ja ein Scherz, oder? Am Haken. 7 Meter. Ja. Okay, dann so machen, oder wie? Das ist ein Witz, oder? Das ist nicht im Sinne des Erfinders, oder? Geh jetzt erstmal nach Hause. Geh an. Ach nee, echt? Ich habe jetzt 3 Fisch für 3 Tage Arbeit. Also ich sehe die Zukunft nicht im Fischen. Ne? Ich möchte noch mal kurz runtergehen. Okay. Dann sollte ich essen, ne? Oh, das ist aber das gute Essen für nur für Angeln. Das rentiert sich für mich nicht. Also echt, das muss ich jetzt wirklich sagen. Das ist... Nee. Okay, lasst uns jetzt nochmal das Angeln versuchen. Das war fast ein Reinfall. Vielleicht wird es noch gut, wer weiß. Nicht so schnell aufgeben. Schon gar nicht beim Angeln. Ups. Da winken die zwei. Die sollen mir mal gestohlen bleiben, vorübergehend. Ich möchte hier mal angeln. Und zwar das da. Das gute Zeug. Es muss doch sicher einen Trick geben, oder? Dass das besser geht. Ja gut, mit dem Beißen, das kann ich groß nicht beeinflussen, oder? Shit. Die schwimmen übers Land. Ein Scherz, oder? Er beißt nicht. Okay, dann hier. 22 Meter, den kriege ich nie raus. 16. Hä? Was war das jetzt? Ach, Leck. Alter, das ist doch ein Scherz, oder? Also, zurück in den Schwarzwald, hätte ich fast gesagt. Dann neuer Versuch. Alter Köder. Wer weiß. Achso, war jetzt ein Hecht dran. Du hast... Ja, ja. Im Reinziehen hat einer jetzt gebissen. Was Blödes. Wie soll das vonstatten gehen? Ehrlich. Ach. Lass mich in Ruhe. Irgendwas mache ich falsch oder stelle mich zu blöd an. Ich weiß es nicht.
euch das an. Die drehen Pirouetten echt. Ein Scherz, komm, leck mich am Arsch. Okay, neuer Köder. So, zufrieden. 10 Meter ist eine Grenze, habe ich so das Gefühl. Guckt euch das an, die stapeln sich vor dem Köder und wenn einer beißt, dann kriegst du ihn nicht raus. Das ist definitiv der letzte Tag, wo ich es jetzt hier probiere. Ansonsten gehe ich bei uns zu Hause. Ja, am Haken, am Arsch. Na komm, was mache ich jetzt mit dir? Komm, auf Land ziehen. Nein, nicht entkommen. Nein, 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 nein. Ah, ich habe ihn. Aber das ist ja wirklich eine blöde Sache, oder? Also ich muss ihn rausziehen, oder wie schaut das aus? Bitte sagt mir doch Bescheid, was für Erfahrungen ihr gemacht habt beim Angeln. Da steht er. Hat gebissen. Oh, das ist ein Riesenglotz. Er beißt nicht. Komm schon, du dicker Brummer. Es gibt sicher 4, 5 oder noch mehr. Ohrfisch. Da steht er. Guckt mich an. Und denkt, nee, der ist zu blöd zum Angeln. Ich beiß da nicht. Vielleicht soll ich mal ins Wasser pinkeln. Das lockt sie an, oder? Jetzt, er beißt nicht. Ah, shit. Yo, ich hab dich, ich möchte dich. Nein, komm schon. Ey, na. Shit, ich habe ja auch keine Ausdauer mehr. Ach, nee. Komm schon. Komm, beiß jetzt nochmal. Schau, ich habe extra nochmal frischer Köder. Also, kein Hund habe ich dran gehängt. Ein frischer Wurm, komm. Ja, das Riesenteil, das ist ja irre. Jetzt am Haken. Gleich rauslatschen. Hochziehen. Komm, schon. Ja, wie weit? Da bist du blöd. Da hinten kommt schon der nächste Gegner und denkt, jawohl, der angelt, der ist doof, der passt nicht auf. So. Ja, wenn da ist ständig was reinfällt, ich weiß ja nicht. Krautzwergenteile, die sind ja immer satt. Ja, Wahnsinns Angeltag. Der beste Angler des Jahrtausends. Ja, das geht mir auf der Keks jetzt, wirklich. Ist. Oh nee, ich habe. Hä? What? Ich habe gar keine Ausdauer. Wo war meine Ausdauer? Hä? Ich stehe doch die ganze Zeit da. Entschuldigung, wenn ich ständig hä sag, aber was soll jetzt das? Ein Scherz. Am Haken. Ja. Ich kurbel jetzt nicht, ne? Und laufe einfach nur über Land. Kommt er jetzt? Hey, ich glaub's ja gar nicht. Ich habe jetzt nicht gekurbelt. Okay. Und habe einen Fisch gefangen. Wie blöd ist das? Ach nee, echt. Ich habe einen Fisch gefangen. Toll, na toll. Ein Gummibär. Arsch. Pass auf, ich bin sauer. Das kann böse enden. Also gar nichts machen. Einfach, wenn er beißt, anschlagen. Dann aufhören, auf der rechten Maustaste zu drücken und dann hochziehen Richtung Land. Hä? Okay. Ist mir ein Rätsel, aber er weiß. Jetzt ein schöner Hecht.
Jo, er beißt nicht. Shit, 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 shit. Hat so ausgesehen. Er hat nur am Köder gerochen. Jetzt steht der Brocken schon wieder da. Guckt euch den an. Also, das ist total unrentabel. Ja, er will einfach nur ärgern, oder? Da kannst du nicht einen Augenblick irgendwo hingucken. Weil dann sonst gerade in dem Augenblick da zufällig mal was beißt. Und dann kriegst du es nicht raus. Jetzt komm schon. Happy, happy. Zwölf Jahre später. So. Achso, ich habe ja gesagt, letzter Versuch. Ja, so ist es immer, ne? Ja, und das soll ich jetzt rausbekommen. Da außen, draußen beißt das, ne? Am Haken, toll. Und schon keine. Nicht mehr dran, halt, ne? Das ist Scherz. Krieg ich ja nie raus, oder? So. Der Tag neigt sich dem Ende entgegen. Die Anglersaison wird beendet. Ich versuch's bei uns zu Hause nochmal. Vielleicht klappt's. Vielleicht klappt's nicht. Das Portal lasse ich hier. Es kann sein, dass ich die zwei Monolithen ja, dem Erdboden gleich mache. Obwohl das schöne Bild dann zerstört wird. Aber ich habe auch meinen Traum hier begraben vom Angeln. Mein Angeltraum ist dahin. Mit schwerem Herzen gehe ich nach Hause. Nee, das ist nicht rentabel. Ja, ihr könnt mich kreuzweise. So, tschüss Angelplatz, tschüss Angelhaus, tschüss Traum vom großen Fisch. Ah. Naja, so kann es gehen. Oh wow, ich habe zwei rohe Fische bekommen. Toll, lasst uns nach Hause gehen. Da werde ich es gleich versuchen. Morgen früh. Oh, wow, das war richtig gut geschmissen. Ist der falsche Köder? Ah ja? Ja, wollen sie nicht? Und schon. Echt. Okay. Ja, wir tatsächlich. Ja, und jetzt? Nee, ist mir jetzt aber auch zu blöd, ehrlich. Ich würde dich gern fangen, aber ich esse jetzt nichts extra wegen dir. Das ist ja. Das ist ja jetzt gleich. Ach so. Jetzt hat er sich echt ausgepowert und dann geht's wieder hoch. Nee, der hat sich befreit. Sowas Blödes. Glaubt ihr sowas? Zeig mal eher. Ich meine, das käst mich schon an, weil der Fisch haben ist halt schon gutes Essen. Ah ja. Guckt euch das an. Da ist er. Vier Gewicht. Ja, wie viel Fisch haben gibt das? Da stehe ich doch lieber hier ins Wasser. Hey, ist doch was Blödes, oder? Wie mache ich das dann? Und Stein? Hä? War schon Stein? 6, Gewicht 6, guckt euch das an. Hä, da brauche ich doch nicht in die Ebene. Barsch gefangen, Stein? Jetzt legst du dich doch nieder, oder?
habe ich in kürzester Zeit 3 Barsche. Die geben einiges an roher Fisch. Mal gucken, wie viel das gibt. So, roher Fisch. 6, 1. Dann kommt der mit 4 Gewicht. 4. 4 mal roher Fisch. Ich lach mir einen Ast. Und der mit 6 Gewicht gibt 7. Hallo. Hey, guckt euch das an. Ja, da brauche ich doch nicht in die Ebene stehen. Auch wenn es schön ist. So was Bescheuertes. Jetzt angle ich noch ein bisschen. Dann kann ich mir wieder richtig mein Fisch haben machen. Jawohl, so muss das gehen. Noch ein, zwei Fische und dann reicht's. Also mir reicht's, dann möchte ich was anderes machen. Jawohl, komm schon, ein Hecht. Yes, komm. Gefangener Hecht, wie viel? 2 Kilo, sehr gut. Ja, der ist doch echt geil, der macht Spaß. Die Hechte sind munter. Cool, gefangener Hecht. 2 Stück. Okay. Jawohl. Ein Barsch. Komm, ich möchte dich fangen. Ja, gefangener Barsch. Wie viel? 2 Kilo. Komm. Weiß. Jawohl. Hervorragend. Komm raus. Komm zu mir. Jawohl. Alter, sieht doch echt geil aus, oder? Auch schon 2. So sieht's aus. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und wir sehen uns nächstes Mal bei der nächsten Aufgabe. Macht's gut. Tschüss.